This is Kenneth Duran of the Los Angeles Times, and this is my DVD pick of the week. I don't know about you, but I'm really partial to box sets of films. A lot of discs on similar things coming in one very tidy package. This week, I want to deal with two collections. The first one is Herzog. This is a collection of 16 films by the German director Werner Herzog, made between 1970 and 1999. They include films like his remake of the classic Nosferatu, and they include several of the films he made with the actor Klaus Kinski, including Aguirre, Wrath of God, and Fitzcarraldo, and a documentary he made about his relationship with Kinski called My Best Fiend. Wonderful title, fascinating film. Verzeihen Sie, dass ich mich nicht angemeldet habe. Ich bin Graf Dracula. Ich weiß von ihm. Ich habe Jonathans Tagebuch gelesen. Ich wünschte, ich könnte an der Liebe teilhaben, die zwischen Ihnen und Jonathan ist. Nichts auf der Welt, selbst Gott nicht, wird das antasten können. Auch wenn Jonathan mich nicht mehr erkennt, seit er zurück ist. Ich könnte alles ändern. Kommen Sie zu mir und seien Sie meine Verbündete. Das wäre die Rettung für Ihren Mann und für mich. Das fehlende Liebe, wissen Sie? Es ist ein solcher Schmerz. Die Rettung kommt nur aus uns selbst. Und seien Sie sicher, ich schrecke nicht davor zurück, selbst das Unwahrscheinlichste zu denken. Gute Nacht. The other collection I'm partial to is called World War I Centennial Commemorative Collection. This is put out by Warner Brothers, and it's four films about the First World War. Two are silent films, The Big Parade and Wings. Wings was the first film to win a Best Picture Academy Award. And two are sound films, Gary Cooper as the pacifist turned warrior, Sergeant York, Errol Flynn as a flyer in Dawn Patrol. These are four excellent films, and it's the anniversary of World War I that has gotten them put together in one box, and it's well worth having.